Es hat einfach nicht sollen sein. Die ersten Herren des TC Blau-Weiß verlieren ihr letztes Saisonspiel gegen den TC Bredeney Essen mit 1:8 und steigen damit aus der zweiten Tennis-Bundesliga ab. Wie schon in den letzten Spielen waren es auch dieses Mal die zahlreichen verlorenen Match-Tiebreaks ein Grund für die Niederlage. Also wir hatten heute nochmal die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Klasse zu halten. Ist uns nicht gelungen. Es war auch teilweise sehr unglücklich. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Wir sind super enttäuscht, jetzt gerade. 6 Einzel verloren, 5 davon im Matchbreak und alle echt eng. Und ja, ist natürlich schade. Dabei ging es für die Berliner eigentlich gut los. Die Matches gegen die Tabellenzweiten Essener waren ausgeglichen. Die Blau-Weißen hatten gute Chancen, in den Einzelnen zu punkten. So auch Laszlo Urrutia-Fuentes. Er verlor zwar den ersten Satz mit 2:6, kam dann aber stark zurück und sicherte sich den zweiten Satz mit 6:3. Es kam also zum berühmt-berüchtigten Match-Tiebreak. Urrutia-Fuentes konnte diesen aber nicht für sich entscheiden und verlor mit 6:10 gegen Michael Gerz. Wie es halt ist, Match-Tiebreak, das wurde die Münze wieder geflippt und ging natürlich nicht gut für uns aus, oder für mich besser gesagt. Niklas Braun konnte den ersten Satz mit 7:6 für sich entscheiden, vergab dann aber den zweiten und musste somit ebenfalls in den Match-Tiebreak. Und auch hier war das gewisse Glück nicht auf der blau-weißen Seite und sein Gegner Jasper Smit gewann den Match-Tiebreak mit 10:7. Das längste und eigentlich unglaublichste Spiel des Tages lieferten sich Agustin Velotti und Peter Torebko. Velotti gewann den ersten Satz mit 7:5 und startete auch sehr stark in den zweiten. Er führte bereits mit 4:1, doch Torebko kam noch einmal zurück, parierte mehrere Matchbälle und erspielte sich durch ein 6:6 den Tiebreak. Nachdem er diesen denkbar knapp mit 8:6 für sich entschied, gab es also den nächsten Matchtiebreak. Torebko machte das beachtliche Comeback dann perfekt und siegte auch hier mit 10:11 wieder denkbar knapp. Für Velotti ein ganz bitterer Moment, eine ganz bittere Niederlage. Petr Nuža musste gegen seinen tschechischen Landsmann Marek Jalowiec ebenfalls in den Match-Tiebreak. Und in was für ein? 16:14 war das Endergebnis. Freuen konnten sich die Berliner aber auch dieses Mal nicht. 4 Spiele, 4 Match-Tiebreaks und 4 Niederlagen. Es hätte wirklich nicht schlechter für die Blau-Weißen laufen. Das hat uns jetzt diese Saison so ein bisschen verfolgt, die Match-Tiebreak-Bilanz, die leider sehr negativ ausgefallen ist. Der 17-jährige Filip Pavlenko verpasste seinen ersten Sieg in der zweiten Bundesliga letzten Freitag nur knapp. Heute wollte er dies natürlich ändern. Er startete auch gut in das Spiel und entschied den ersten Satz mit 6:4 für sich. Da er den zweiten dann aber glatt mit 0:6 verlor, stand auch hier wieder einmal ein Match-Tiebreak an. Und man hätte es zu diesem Zeitpunkt fast schon ahnen können. Sein Gegner Mats Rosenkranz gewinnt das Spiel am Ende 10:7. Im Matchbreak lag ich dann 1:6 hinten, aber habe mich noch gut reingekämpft, aber hat am Ende leider dann doch nicht gereicht. Lediglich die Nummer 1 von Blau-Weiß, Michael Wrebenski, verlor sein Spiel glatt in 2 Sätzen. Safwat Mohamed vom TC Bredeney Essen siegte eindeutig mit 6:1 und 6:3. Da die direkten Abstiegskonkurrenten aus Iserlohn währenddessen mit 5:4 in Hamburg gewonnen hatten, war der Abstieg besiegt. Wir sind super enttäuscht, jetzt gerade, aber ich denke, wir haben eine junge Truppe. Wir gucken jetzt nach vorne, versuchen den Kopf wieder hochzunehmen und dann nächstes Jahr wieder den Aufstieg anzustreben. Jetzt sind wir abgestiegen, aber wenn man auf unsere Mannschaft schaut, haben wir gute Matches gesehen von Filip Pavlenko, unserem Junior, gerade heute. Ein Abstieg, der wehtut, vor allem da Blau-Weiß spielerisch oft stark war, aber die wichtigen Match-Tiebreaks einfach nicht gewinnen konnte. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt meine erste, zweite Bundesliga-Erfahrung machen konnte und dass ich zum Einsatz gekommen bin. Und werde jetzt auf jeden Fall Gas geben und viel trainieren und dann starten wir hoffentlich nächste Saison wieder durch.
Das hoffen wir natürlich auch und bedanken uns, dass wir in dieser Saison bei allen Höhen und Tiefen mit den Kameras dabei sein durften. Und natürlich werden wir es auch nächstes Jahr wieder sein, wenn es um den Aufstieg geht.